70 degrees today. It's freezing here. Speaking of global warming, where is, we need some global warming. It's freezing. Die am häufigsten kritisierte Szene in Eine unbequeme Wahrheit war die Darstellung, wie der Anstieg des Meeresspiegels, verstärkt durch Sturmfluten, das 9/11 Memorial überschwemmt. Viele meinten, wir übertreiben. Hurricane Sandy erreichte letzte Nacht New York und überflutete die Baustelle des World Trade Centers. Stürme werden heftiger und immer zerstörerischer und laden ihre Wassermassen über den Städten ab. Das ist die Erderwärmung. Ich habe noch nie im Leben solche Angst gehabt. Verzweiflung kann lähmend sein. Doch es gibt Entwicklungen, die mir Mut machen. Wir sehen inzwischen viele neue, positive Ansätze. Der Anfang ist gemacht, aber es reicht noch nicht. Die Klimakonferenz in Paris steht am Scheideweg. In vielen Punkten wird noch hart verhandelt. Wie können wir die Erneuerbaren fördern? Ich bin sicher, wir kommen in der Sache zusammen. Praktisch jedes Land der Welt hat zugesagt, den Ausstoß der Treibhausgase auf null zu reduzieren. Das ist beispiellos in der Geschichte. It's time to put America first. That includes a promise to cancel billions in climate change spending. Our plan will end the EPA. Kommende Generationen werden uns fragen, was habt ihr euch eigentlich dabei gedacht? Warum habt ihr nicht auf die Wissenschaftler gehört? Oder schlicht auf den Aufschrei von Mutter Natur? Diese Bewegung steht in der Tradition aller großen Bewegungen, welche die Menschheit vorangebracht haben. Es ist so offensichtlich, da gibt es nichts zu diskutieren. Ja, es ist richtig, die Menschheit zu retten. Und nein, es ist falsch, unsere Erde zu zerstören. Es ist Zeit, den kommenden Generationen eine Zukunft zu geben. Und lasst euch nicht weismachen, wir können immer noch ein Raumschiff nehmen und auf dem Mars leben. Unsere Heimat ist hier.